Willkommen zu The Recordening, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 28. April 2015 und dies ist die 12. Folge. Mein heutiger Gast ist... Hallo, ich bin die Marie. Die Marie. Und gleich einmal mal am Anfang, was ist dein Bezug zu Kottern? Wo würdest du dich da einsiedeln? Also mein einziger Bezug zu Kottern ist durch einen Facebook-Freund, der andauernd Podcasts macht darüber. Okay. Also ich? Ja. Okay. Nein, vielleicht hast du noch einen zweiten Typen, von dem ich nicht weiß, der auch einen Podcast Meine Facebook-Wall ist andauernd voll von Kottern im Podcast. Oh nein, ich spamme. Es tut mir so leid. Durch andere Leute eben auch. Also, okay, ja. Jedenfalls, okay, das ist dein einziger wirklicher Bezug mit Kottern. Ja, nein, ich habe einmal bei YouTube eine Szene gesehen über irgendeine Gasometer-Folge, aber... Okay, das war's auch schon. Genau. Ich okay. Nicht gewusst, also du hast deine Eltern haben dir nicht gesagt, so, hey, schau dir Kottern mit uns an oder irgendwie natürlich. Mit Freunden. Meine Mama sagt aber viel, dass ich mir das anschauen soll. Ach so, aber sie macht es dann nicht aktiv mit dir. Sie, ja, sie, ganz genau. Sie stellt nicht das DVD-Set her und so, jetzt schauen wir uns das an. Nein, okay. Sie sagt nur, wow, schau dir das an, das ist toll. Und nachdem ich mir Pfarrer Braun einmal angeschaut habe, schaue ich mir nie wieder mehr was an. Hey, Pfarrer Braun ist nicht so schlecht. Ja, es ein bisschen ist, trocken vielleicht. Es ist ein bisschen sehr trocken. Ja, okay, also du hast null Bezug zu Kottern ermittelt. Also von daher gleich einmal am Anfang, wie hat dir die Folge gefallen? Ja, am Anfang... Quasi, das ist jetzt deine Einstiegsfolge für okay. Kottern ermittelt. Ja, ist genau. Die 12. Folge von dem ganzen Ding. Es ist schon so viel passiert. So viele Running Gags, die ich erklären musste. Stimmt, er hat immer wieder reingeredet, das ist das und das. Oh nein, ich habe reingeredet. Ja, furchtbar. auf was sollte ich gerade hinaus? Ja. Genau, meine Erwartung war eigentlich dahinter, dass ich gedacht habe, das wäre Tatort. halt nur in den 80ern. Österreichisches ja, Tatort. Ja, ganz genau. Du weißt schon, dass es Tatort auch in den 80ern gegeben hat. Tatort ist uralt. Ja, gut, dann das österreichische ja, das, Tatort. Das Schlimme ist, Tatort spielt auch ab und zu in Österreich. Ja, das ist ja nicht besser gerade. Ja, ja, so habe ich es mir zumindest vorgestellt, dass es einfach eine normale Kriminalgeschichte ist, aber das ist ja richtiger Fuckshit. Deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben, dass du irgendwann mal laut ausgeschrien hast, was ist das? Was eindeutig dann den Überraschungseffekt von Kottern erhöht hat. Das ist einfach, zum Glück habe ich keine Folge angeschaut davor. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht sollte ich mich vorbereiten oder so, aber... Gleich in den kalten Pool reinspringen, ja, genau. Nicht reinwatscheln. Ja. Nein, also in dem Fall hat dir die Folge gefallen? Sie hat mir sehr gut gefallen, bis ich kapiert habe, dass das... In welchem Genre man sich so als angliedern also, muss. Also ja, das ist quasi die österreichische Variante ist von... In dem Fall für die Folge jetzt speziell von, wie heißt es nochmal, Scary Movie. Was ja, Scary genau. Movie mit amerikanischen Filmen macht, das Wobei macht... Scary Movie einfach nur keine Logikfehler drin hat. Das ist... Okay, ja, lassen wir das mal so stehen. Ja, aber ja, die Logikfehler in dieser Folge sind Banane. Aber dazu... Außerdem bricht die Scary Movie nicht die vierte Wand durch. Nicht? Nein, geht nur Meter über, aber nicht Ach so. Die vierte Wand. Okay, das heißt, weil mit dem Zuschauer agiert. Ah, okay, weil ich meine Zeit, dass ich die gesehen habe, ist schon lange her. Bei uns allen. Ja, eben, also deswegen, mein Gehirn hat die Filme nicht so gut behalten wie andere vielleicht. Zum Beispiel Apollo 13 weiß ich noch den ganzen Plot auswendig. Aber Scary Movie, ich wüsste jetzt nicht... was genau im zweiten Teil passiert. So, Apollo 13 ist jetzt nicht so wie Gladiators oder so. Ich weiß nicht, warum gerade der Film. Weil ich den sehr viel als Kind gesehen habe. Den habe ich, keine Ahnung, 5, 6 Mal gesehen. Ja, jedenfalls zurück zur Folge. wir schweifen schon jetzt ab. Was wird denn super Podcast? Die Fälle selber, die Folge heißt Hausbesuche. Und das Erste, was passiert, ist ein Hausbesuch. Der Kottern wird von seiner Frau zu Hause zum Frühstück besucht, weil der Kottern ist zwischen der letzten Folge und der jetzigen eine Karriere gemacht als Sänger anscheinend. Aber sie sind ihm draufgekommen, dass er Playback spielt. Das haben wir gedacht, vielleicht war das bei den früheren Kottern-Filmen irgendwie eine Homoflage.
Omoflasche. Omoflasche jetzt. Eine Omoflasche. Vorhin habe ich nämlich auch Omoflasche gesagt. Omoflasche ist natürlich ein Blödsinn. Sehr schöner Wort für Hassblatt. Schönes Synonym. Ja, genau. So. Ja, jedenfalls eine Hommage. Und ja, ist es. Also es ist, weil er in den vorigen Folgen hatte er schon eine Band, die hieß Cottons Kapelle. Und er hat immer Playback gespielt. Und dann eben hat er in der letzten Folge anscheinend war ein großes Konzert am Schluss. Und dadurch, das eben transistiert in die neue Folge, wo er jetzt am Absturz ist. Weil er anscheinend seine Platten nicht losbekommt, weil alle wissen, dass es Playback ist. Was heißt und anscheinend hat er auch kein Geld und wohnt in einem Wohnmobil, was mir erst viel später in einem Folge. Ich habe zuerst gedacht, dass es eben ein Boothaus ist. Es waren ganze Boothaus. Zeit offen Blenden am Anfang an einem Hafen. Ja, eben. Da waren keine Wohnmobile. Jedenfalls. Aber später in der Folge hat es geheißen, warum wohnst du in deinem Wohnmobil? Ja, eben. So. Wahrscheinlich das Set war ein Hausboot. Aber sie haben einfach im Trockenen gefilmt. Jedenfalls, er wohnt eben dort, weil seine Frau ihn rausgeschmissen hat. Aber sie besucht ihn eben zum Frühstück und sie reden ein bisschen. Und da das erste gleich, was mir aufgefallen ist. Wir wollten eigentlich noch vielleicht da zurückgehen, weil es gab ja ein Intro, was dich sehr überrascht hat, weil es gab davor anscheinend noch kein Intro. In der Form nicht, nein. Genau, das hat mich halt sehr nach MacGyver oder typische 80er-Jahre-Intros. Kopfserien-Intros, genau. Es ist einfach zusammengeschnitten aus verschiedenen Szenen aus anderen Folgen und coole Musik im Hintergrund und dann die einzelnen Charaktere, die vorgestellt werden. Es ist wie Too Many Cooks, nur nicht so lang. Falls ihr noch nicht Too Many Cooks kennt, schaut euch Too Many Cooks an. Ist großartig. Immer dann nebenbei Google offen haben, das ist ein guter Tipp. Ja, genau. Oder spielt halt gerade was. Ja. Jedenfalls. Ja, richtig, ja. Das hat mich sehr fasziniert. Das war definitiv einer der besseren Intros, weil es einfach perfekt vom Ton her war wie eine amerikanische Serie. Ja, genau. Sehr viel Synthesizer, sehr, sehr happy und so abenteuermäßig. Ja, so genau, richtig. We are an adventure. Genau. Ja, genau. Ja. Und dann eben. Sehen wir eben das. Die Brusthaare von. Oh, von so brustig. Matthias seine Haare. Lukas. Residaritz, genau. So. Auch sehr 80er. Was hast du gesagt? Matthias Residitiz? Wer ist Matthias Residitiz? Ich hab's nicht so mit Namen, Lukas. Lukas Residaritz, okay, gut. Ja. Ja, also, ja, nein, und hey, er schaut knackig aus, vor allem. Wo er seine Muskeln anspannt. Ja, also er muss schon sagen, er ist durchtrainiert. Ja, also für einen Comedian und Schauspieler haltet er sich verdammt gut, kann man also nicht sagen. Also heute schaut er nicht so aus. Ja, das macht Zeit mit Leuten. Zeit macht fett also. Nein, er ist nicht fett. Nein, würde ich nicht sagen. Er ist Bindegewichtsschwäche. Ja. Jedenfalls und... Man merkt eben, dass er ein gescheiterter Künstler ist und er kommt dann eben zu seiner Arbeit zurück als Major für die Kriminalabteilung, fürs Morddezernat. Richtig, wobei da mir ist das nicht sehr entschlossen, weil das ging alles sehr schnell. Es ist immer so viel langes Gespräch mit wenig Inhalt. Und dann wird gerudelt. Und am besten gar kein Themenbezug zu dem, was gerade passiert. Ja. Und dann wird probiert, irgendeinen Übergang zu finden und oft ist es so, dass man keinen Übergang gefunden hat. Und deswegen teleportiert man einfach Charaktere. Aber dazu später noch mehr. Es wird immer besser. Ja, also er ist dann eben in der Arbeit und... In der Hartlgasse? Nein, das ist... Also ist schon eine andere. Hartlgasse ist dort, wo der erste Mordfall war. Ach so, okay. 16a. Ja. Kein echter Mordfall, übrigens. Also nur tote Leute. Ja. Wobei statistisch gesehen wird wahrscheinlich... Nein, wurscht. Jedenfalls, er wird eben... Er ist eben in der Arbeit und stellt fest, dass sein Tisch weg ist und sein Stuhl. Dann beschwert er sich gegenüber seinem direkten Vorgesetzten und dann kommt der Pilch rein, den ich dir vorher als Polizeipräsidenten vorgeschossen habe. Und dann erscheint Pilch in, glaube ich, einer seiner dramatischsten Einstiege überhaupt. Das fandest du dramatisch? Ich fand es sehr komisch. Ja, weil er so einen komischen Charakter spielt, aber das ist dramatisch für ihn. Er glaubt, also, dass er dramatisch ist. Jeder, der das hört, schreibt in die Kommentare, ich finde sein Akzent oder sein Dialekt sehr komisch. Und woher kommt der? Er klingt halt wie ein Deutscher, der wienerisch redet,
Aber nicht so, so pseudo-Wienerisch, sondern... Es ist Theatersprech. Es ist ein Theaterschauspieler in einem normalen Film. Ja, stimmt, genau. Aber es ist großartig. Nein, es ist furchtbar. Bei dir geht das gar nicht. Ich finde das nur lustig. Okay. Aber okay, in dem Fall, ja, aber er ist sehr dramatisch in dem Sinne, finde ich. Ja, jedenfalls. Und Pilch hat auch seine eigene Platte, die er gleich dann dem Kottern überreicht. Ja, genau. Ja. Die Schallplatte, auf der steht, ein Lied geht um die Welt oder so. Ich habe habe ich immer noch gedacht, das wird Platte ein normaler. Ich hoffe, die Platte gibt es wirklich. Das wäre ein großartiges Merchandise. Müssen wir danach nachgucken. Ah, oh, das wäre so gut. Und in Wirklichkeit, weißt du, es ist nichts oben. Es ist einfach eine leere Platte. Es macht nur... Nein, es ist einfach nur ein gerader Streifen. Da kommt gar kein Ton raus. Ein MP3-Download-Code für eine leere MP3. Man hat nur das neutrale Rauschen der Nadel. Ja, genau. Was noch großartig aufgefallen ist, dieser Kottan, ja, wie du gesagt hast, hat Latzhose und einen Ledermantel. Ja. Und wann war das cool? War das jemals cool? Latzhose war cool. Ja, aber mit Ledermantel. Also erstens ist es eine Lederjacke. Ledermantel wäre sehr hart. Das ist ein Duster aus Matrix. Das wär... Später kam auch einer mit Ledermantel. Batman. Jedenfalls. Ja, nein, die Kombi ist irgendwie, sie haben es beim ersten Mal, wie der Lukas Resitaritz gespielt hat, hat er das angehabt und irgendwie sind sie dabei geblieben. Es ist furchtbar. Mir also gefällt die Kombi. Ich finde sie sehr hart. Die Witterschisten. Wie ich das betone, Witterschisten. Ja, jedenfalls, was ist mit denen? Sind furchtbar. Ja. Nein, waren auch generell furchtbar. Also, du meinst, die Schminke war nicht so. Nein, ich glaube, die machen auch die Kleidung eben. Achso, okay. Mhm. Ja, vielleicht eigene Kostümabteilung. Also Schminke habe ich keine gesehen. Aber ich glaube, man will einfach auch damit sparen. Weißt du, er hat ein Outfit bekommen, jetzt soll er das gleiche Outfit verdammt nochmal tragen. Weil das zu waren, sparen kommen wir später noch. Das waren 500 Schilling, die sie einmal ausgegeben haben. Und das muss bis zum Ende des Jahres. Muss das für Ob das eine Levis Latzhose war? Ah, das Bär Product Placement, was dir steht oben, aber es tut's nicht. Aber da jeder weiß es. Product Placement machen können, anstatt die Schleichwerbung über Wiener Versicherungen. Nein, aber das ist einfach dort, wo man dreht. Glaubst du wirklich, dass dann sie gedacht haben... Dann muss man den Kamerawinkel so drehen, dass man es nicht sieht. Aber es kostet extra Geld. Ja. Ja, jedenfalls, der Fall geht weiter, und zwar... indem er noch nicht weitergeht, weil ich habe mir noch Automatenrestaurant. Ich weiß nicht mehr, wie. Ja, nein. Wir gehen dann jetzt zu einem zu den Automechanikern. Ah ja, da habe ich das aufgeschrieben. Das fand ich nicht so lustig. Das war einfach nur eine Establishment-Szene im Endeffekt. Wir können einfach schnell dran vorbeigehen. Es ist das war wahrscheinlich die schauspielerischste, beste Szene in diesem... Ja, Film. Wahrscheinlich, ja. Ja, weil sie ernst ist. Ganz genau. Genau. Weil sie Sinn ergibt. Und ja, es ist einfach kohärent. Genau. Es ist einfach eine kohärente Szene und so. Das macht nichts. Das macht weil ich schon Cotton kenne, ich so, was macht die Szene da? Die gehört da gar nicht rein. Ich im Gegensatz habe geglaubt, jetzt wird der Film langsam normal. Ja, nein. Falsch gedacht. Ja. Weil eben, was einfach passiert ist, ein Automechaniker wird entlassen und der war vorher Betriebsrat anscheinend, wurde aber nicht wiedergewählt und der Chef entlässt ihn, weil er anscheinend andere Ansichten über Arbeitszeiten hat. Wohlgemerkt nach 15 Jahren. Ja, die Arbeitszeit ist wichtig und er kriegt noch Gehalt nachgezahlt. Also. Richtig, und er soll sich nicht so aufregen, aber er meint ja, er wird ihn bald mal sehen. Ja, alleine. Genau, richtig, mit einem etwas dickeren Akzent und er schaut aus wie eine Kartoffel. Genau, sehr rassistisch. Nein, es ist Gastarbeiter-Klischee. Es ist Stereotyp. Ja. Stereotyp, aber es ist noch nicht rassistisch. Ja, heutzutage würde man rassistisch sagen. Ja, aber... Wie damals gesagt, Stereotyp. Nee. Was die? Ja, heute sagt man alles. Ja. Es war auch sehr frauenfeindlich. Oh, die Gewalt gegen Frauen in der Folge ist exzellent. Ja? Also wenn man ein Connoisseur von Gewalt gegenüber Frauen ist, bitte, die Folge ist voll davon. Ja? Was? Sie wird geschlagen, dann wird sie auf ein Bett geworfen und das aus Steinen ist. Blutet sie. Ja. Ah, nein, wir greifen vor. Ja, wir greifen vor, aber das ist die nächste Szene.
Ich habe Automatenrestaurant. Ja, ich weiß nicht welches. Genau, richtig. Nein, weil das dazwischen ist noch, dass der Chef nach Hause kommt zu seiner Frau, also zu seiner Liebhaberin. Und nein, ja, wir haben die Kegel-Szene vergessen. Die kommt danach, glaube ich. Also mein Notizheftal sagt das. Okay, dann kommt zuerst ja, eine trotzdem sehr seltsame Szene, nämlich dass der Pilch mit der Frau vom Cotton auf einem Date ist, und zwar in einem Kegel-Wirtshaus. Im Kegelverein wirkt es eher anstatt ein Wirtshaus. Es ist einfach nur eine Bar und drei Tische und halt ein Kegel. Ja, ein paar Kegelbahnen. Bahn, genau. Ja, oh mein Gott. Ah, es ist so, die gibt es ja noch immer. Das ist ja großartig. Genau. Schauen genau gleich aus. Das ist, weißt du, so konserviert sich Geschichte über Zeit, ja? Indem das einfach bleibt. Die gleiche Decke. Die Holzvertafelung. Genau, hinten, mit einer Magiflasche drauf. Die mindestens zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt war, jetzt wahrscheinlich immer noch die gleiche. Immer genau, weil immer es nachgefüllt, keiner. Dass die Sojasauce nachfüllen einfach. Ja, genau. Boom. Nein. Das ist Maggi jetzt. Naja, und sehr bürgerliche Frau, die Frau von Cotton. Ja. Die aber nicht so begeistert war natürlich davon. Und der Pilch hat halt natürlich den Spruch gesagt, hättest mich ja auch in einem Automatenrestaurant ausführen können. Was wir wissen nicht, was Automatenrestaurant ist. Ihr seid besser schneller dran mit Google, als wir beim Podcast. Ja, jedenfalls im Automatenrestaurant, wir glauben, das ist einfach ein McDonald's oder so. Ja, wir glauben ja, es heißt damals Fast-Food-Restaurant. Ja, Automatenrestaurant. Ich denke, schon in den 80ern gab es, 82 damals in Österreich. Weiß nicht, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, wann McDonald's nach Österreich gekommen ist. Zumindest habe ich keine Werbung davon gesehen. Ja, jedenfalls weiter. Und er verhält sich sehr interessant, möchte ich sagen. Er versucht charmant rüberzukommen und grandios. Wirkt wie ein notgeiler Bock. Aber ein sehr, sehr seltsamer notgeiler Bock. Er zerruft eine Brezen nach der anderen in seinen Händen. Es knirscht dauernd. Er schaut sie an, er macht Geräusche. Also, ich weiß nicht. Ich fand das creepy. Ich wäre weggegangen bei dem Date. Aber definitiv. Und er so, wollen Sie zu mir auf einen Tee? Und er geht so rauf beim Tee, wenn er Tee sagt. Tee? So als wäre er Samson aus Chip und Chap. Käse? Und er so, er pumpt halt sehr ungut. Es ist so weird. Ja. Es ist so weird and out of character. Ja, aber die Szene geht ja auch dann gleich weiter, eben indem sie fragte, ob sie nicht nach Hause gehen sollten. Zu ihr. Zu ihr. Was heutzutage eine eindeutige Anspielung drauf damals wäre. Damals auch. Auf davon Sex sagen. Ja, sicher. Klar, der du Podcast. Musst du das rauspiepen. Nein, ich habe einen Sex, Vagina, Penis. Das ist kein Spielzeug. Nein, böse. Böser Gast. Gut. Okay. Aber du darfst fluchen. Ja, natürlich. Ist mir scheißegal. So ein Scheiß. Ja. Ja, genau. Und da stand er dann natürlich mit seinem Tee, den er haben wollte. Sie hat natürlich keinen Tee gehabt, weil sie anscheinend lieber auf Kaffee steht oder mehr sich auskennt damit. Das ist dann, das ist so einer der typischen Szenen, die ziemlich weird geworden ist, weil auf einmal dann die Mutter nach Hause gekommen ist. Ja, nein, sie wacht auf, sie hat geschlafen, sie kommt in den Pyjama rein. Nein, ich habe doch eine Tür gehört. Ja, die ist aufgesperrt. Nein, das war einfach nur... Sie ist einfach aufgestanden und ist in ihrem Pyjama raus. Ja, genau. Aber die Großmutter taucht auf und sieht dann, dass das eben der Pilch ist, der Polizeipräsident, wird super excited, rennt raus aus dem Frame und kommt 3 Sekunden später wieder rein. Ja. Und zwar in einem komplett umgezogen. In einem Abendkleid mit einer schönen Frisur und keine Ahnung, Ketten. Einfach schön gemacht. Ja, für den Abend. Super. Das war eine der ersten Superkräfte, die aufgetaucht sind. Genau. Nämlich die Superkraft, sich urschnell umzuziehen. Und das kommt mehrmals vor in dieser Folge. Was aber sehr komisch war, weil sie war am Anfang, also Charaktere sind, also wenn man unbedingt Filme machen möchte und wissen will, was man alles falsch machen kann an einem Film, dann ist das, ist Cotton, wenn man Cotton schaut, wahrscheinlich das Perfekte. Weil der Charakter sich komplett um 180 Grad dreht und auf einmal sagt, was sind Sie für ein Polizeipräsident? Ja. Absolut. Ja, und
dann ging auch schon die Szene weiter, eigentlich mit der Schlägerei gegen Frauen, gegen einer Frau. Ja, nein, aber da, davor bringt ja der aufgeknöpfte Typ sie weg von ihrem Ehemann, von ihrem Liebhaber. Ah, das haben wir ganz vergessen. Ja, das eben. Ja, aber das, aber das kommt jedenfalls einer der anderen Handlungsstränge, neben dem das Pilch eben versucht, in Madame Cottons Hosenbeine zu kommen. Er würde so weird sagen. Was überhaupt? Jedenfalls. Die Frau von Cotton war meilenweit entfernt. Die war angenervt und dergleichen. Da war die Mutter eher schon billiger. Nein, wir spielen jetzt nicht Herzblatt. Auch eine Show, über die es lustig wäre, einen Podcast zu machen. Ja, stimmt. Wobei es schwer nachzuvollziehen oder nachzuschauen. Was? Naja, glaubst du das nicht, dass man einfach in YouTube ein. Und also ja, ich glaube, es gibt sicher Herzblatt-DVDs. Ja. Best of Herzblatt. Am besten in den 80ern. Oh, gut, ja. Nein, jedenfalls. Jedenfalls. Der Betreiber der Werkstatt kommt eben nach Hause zu seiner Liebhaberin, aber sie möchte nicht mehr von seinem Geld abhängig sein, also geht sie, und da als Schutz hat sie ihren neuen Habschi, den Abara. Joe, dessen Namen wir erst später erfahren, aber er heißt Joe, Johann. Ja. Und Joe, Johann Engelhardt, bester Name, bester Name. Und er schaut großartig aus. Er schaut großartig aus. Er ist sehr groß. Er hat die Jeans, er ist groß, er hat die zurückgeschleckten Haare, er hat den Schnurrbart, er schaut aus wie ein 70er Jahre Pornostar. Ja. Der dann geglaubt hat, oh, ich könnte wirklich schauspielern, oh, ich schauspiele jetzt bei Cotton ermittelt, dem Bösewicht, einen der Bösewichte. Und wobei Bösewichte immer Katzen haben. Und da hatten wir Ja, aber das kommt sehr später. Ja, jedenfalls, und es stellt sich eben heraus, dass er eben als Schutz für sie da ist, und die zwei gehen dann. Richtig. Ja, und er ist halt traurig und ruft. Eine Hure. Eine Hure, genau, richtig. Und das kommt dann noch eine. Ins Haus. Und die geht dann nach einiger Zeit, weil eben scheint es nicht ganz gut zu gehen. Wir vielleicht beschreiben, wie diese Prostituierte ausschaut. Oh, kann man sie beschreiben? Na, weil sie absolut normal ausschaut. Aus den 40ern. Oh, ja. So. Vielleicht mit ein bisschen mehr Farbe. Ja, Button-Down-Shirt, Button-Down, I guess Blazer. War das ein Blazer? Ja, ich glaube schon. Ja, wow. Und dann, also, dann haben wir schon diskutiert, ob damals Hurentum, Prostitution Hurentum. Natürlich, überhaupt legal war damals in ich Österreich. Ich habe meinen Meister in Hurentum gemacht. Ich habe Hurentum 2. Ja. Ja, also. Ja. Ja, komisch die Szene, aber irgendwie, also dazwischen war noch eine Szene und danach hat sich so geändert. Also die Decke war unverändert. Ja, nein, er ist eingeschlafen. Ach so. Ja, er ist einfach eingeschlafen, ihm ging es nicht gut. Vielleicht bin ich auch einfach eingeschlafen. So 5 Minuten ja, weg. Genau. Ah, jetzt wurscht. Ja, es ist wirklich nichts passiert. Und sie geht dann auch. Und dann kommt durch die Tür des Hauses eine fremde Gestalt. Sehr leise. Man hört sie gar nicht. Selbst beim Türaufmachen hört man sie nicht. Ja, fucking Ninja. Dafür, also da kommt schon mal einer meiner ersten Kritikpunkte. Du hast einen Kritikpunkt an der Serie. Ja, bitte, dann schieß los. Genau, da hast du schon. Super Überleitung, schieß los. Ja. Also wenn man den Schuss gehört. Also wenn man den Schuss gehört, hört sich das an wie ein, wie soll man sagen, ein MP3-File mit 64 Kilobytes zu einem Film, der mit 128 Kilobytes abgespielt. Also man hört eindeutig, dass das Pfeil irgendwie nicht ganz, genau, nicht ganz passt. Und dann kommt dem Typen Blut raus. Das mit dem Blut habe ich gar nicht gesehen. Es ist da eingeschossen und es kommt Blut raus und es ist urlahm, weil es ist irgendwo hingeschossen, wo du nicht denkst, dass du jetzt wirklich gleich tödlich verunglückst, aber er fällt einfach um. Und was passiert natürlich in typisch Wiener Manier, kommen die Nachbarn raus und sagen... Nach einiger Zeit, okay. Nee, weil sie war, der Mörder war schon weg. Ja, das geht ja sehr schnell mit dem Schnitt. Ja, ja, teleportiert wieder weg. Und kommen raus und sagen, was ist mit ihnen denn los? Und
Er stellt sich als tot heraus. Genau. Die Leiche ist tot, habe ich aufgeschrieben. Spätestens als er tot ist, gehen die Nachbarn rein und sagen, lieber nicht. Ja, also genau. Gesagt haben es nichts, aber machen die Tür hinter sich zu. Ja, genau. Ja, und dann eben durch diesen Mord wird der Cotton wieder einberufen für richtige Arbeit, weil endlich wieder Arbeit da ist. Sollten noch die erzählen mit Blut im Mund. Oh ja, ja, richtig. Der Joe bringt dann seine Freundin. Neue Geliebte. Ja, neue Geliebte zu ihm aufs Hotelzimmer. Was sich später herausstellt, oder? Ich glaube, also herausstellen hat sich das nie, aber nein, ich glaube, er ist Zuhälter gewesen. Ja, das wäre eine perfekte Beschreibung für seine Kleidung. Genau. Jedenfalls, er behandelt Frauen nicht sehr sanft. Was wie eben Zuhälter. Jetzt, und jetzt kommt eben die erste Szene, wo er dann eben nach einem kurzen Gespräch heranstupsen. Ja, sie gegen wild schüttelt und gegen das Bett wirft und das reicht anscheinend, dass ihr Blut aus dem Mund quillt. Ja, Schnitt, nächste Szene, Blut im Mund, ja. Überströmt. Ja, aber nein, ich glaub, schöne weiße glänzenden Zähne. Ja, eben, aber sie und ja, und das er legt sich auf sie und befragt sie. Da war der Charakter auch wieder ganz komisch, auf einmal so sexy-mäßig und dann ja. Wieder auf Streiten. Ja, nein, das ist, ja, es ist, als würde der Joker spielen, aber es ist nicht der Joker. Ein Joker kam später. Ja, genau. Das ist das Beste. Dazu sind wir noch nicht mal gekommen. Ja, Oh nein. Wir sind, noch dazu okay, wir müssen das schneller machen. Jedenfalls, er bringt sie nicht um, aber er nimmt sie ein bisschen härter ran. Dann eben wird eben dem Cotton... Es gab keine Sexszene. Genau, Gott sei Dank. Dann wird eben dem Cotton Bescheid gesagt, dass er eben ein Mordfall ist und er soll eben zu der Wohnung fahren und er soll ein Fahrzeug requirieren, weil er kein Auto mehr hat. Und was requiriert er? Einen fucking Traktor. Nicht ein... Nein, es war ein Bagger. Ein Schaufelbagger. Ein Caterpillar-Bagger. Ja, genau, mit Schaufel. Und mit allen Lichtern angeschaltet, genau. Fahrt er durch die Stadt. Sirenenlicht auch noch. Ja, weil, warum nicht? Und wenn man es kann. Ja, genau. Und sie stellen das ganze Fahrzeug ab. Ich habe eben mir gedacht, ja, sie haben einfach einen Typen gefunden, der einen Bagger zufälligerweise rumstehen hatte. Und sie so, können wir den für 3 Stunden verwenden? Und er so, ja, warum nicht? Das klingt nach einer guten Idee. Und dann filmen sie eben diese scheiß Szene, ja. Die sie nachher reingeschrieben haben erst. Wahrscheinlich. Ja, da hätte man schauen müssen später, als der Blinde gekommen ist, ob der Bagger noch im Hintergrund steht. Welcher Blinde? Du hast gesagt, er ist blind. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, er ist nicht blind. Der Obdachlose? Ja. Nein, der ist nicht blind. Ich habe nie gesagt, dass er blind ist. Oh, jedenfalls auch der Obdachlose taucht auf, diesmal mit einer Wünschelrute, seinem Hund, der wieder ein anderer Hund ist auf einmal. Er hat immer einen anderen Hund. Ich weiß nicht, was mit den Hunden passiert. Essen sie sie? Keine Ahnung. Chinese Breakfast? Er war ein sehr alternativ geprägter Penner. Ja. Obdachloser, ja. Ja. Weil er hat eine Wünschelrute dabei. Und er sucht eben damit kein Wasser, sondern was zum Schlafen. Genau. Weil er hat seine Augen auch noch verbunden, was das Ganze natürlich verstärkt. Aber leider stellt sich heraus... Was auch meine Theorie verstärkt hat, dass er blind ist. Ja. So ein Samurai, so ein Alter, der durch die Wiener Stadt geht. Ich habe übrigens als Notiz geschrieben, vierte Wand durchbrochen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Das kommt noch. Da redet dann der... Nein, das ist viel später, aber sie haben schon öfters die vierte Wand durch. Ja, ja, das passiert immer wieder. Das ist wahr. Aber dazu kommen wir noch. Gut. Ja, jedenfalls, aber es stellt sich heraus, dass es keine Wünschelroute ist für dort, wo man schlafen kann, sondern anscheinend eine Mörderroute. So nenne ich es jedenfalls. Weil sie zeigt dann in die Richtung von dem Haus, wo der Mordfall passiert ist. Genau. Und sie gehen rein und es passiert halt, wirklich normale Polizeiinvestigation. Er redet mit den Nachbarn, er redet mit dem Polizisten, der unfähig war und die Handabdrücke versaut hat. Genau das gleiche nachredet, was die Nachbarn sagen. Es ist nur langweilig. Ja, es fehlen Brillen. Ja, und coole Schnitte zu Laborarbeit. Ja, genau. Ja. Wir müssen das im Labor analysieren. Keine Ahnung. Ich habe schon so lange nicht mehr CSI gesehen. Mit digitalen CSI, Effekten. CGI-Effekten, ja. Genau. Ja, genau, die 1980, 82, so einfach zu bekommen waren. Du brauchst kein Budget. Die Leute hat man hingekriegt.
Also wird man halt als beamende Leute hat man hingekriegt. Sie immer offscreen, sie beamen immer offscreen, sie beamen nie onscreen, das wäre ja weird. Vielleicht schon und dazwischen ist rausgekappt worden. Ja, genau, richtig. Das ist unnötig. Die Beamen-Szenen muss nicht sein. Lassen wir sie raus. Ja, genau. Jedenfalls. Wenn sie ein Trinkspiel machen wollt, zu jedem Beam-Aktion einen Stammballen Wodka. Oh, jeez, dann ist man tot nach so einer Folge. Ja, richtig, eindeutig. Ja. Und jedenfalls stellt sich dann eben heraus, dass man weiß dann, wer der Joe ist. Nach einiger Arbeit wissen sie, dass eben die Freundin mit dem Joe weggegangen ist und es wird dann eben der Schrammel dazu verdonnert, ihn zu beschatten. Du gehst einen großen Sprung. Wir haben den Joker vergessen. Also wie wir ihn der Joker nennen. Kommt da schon? Ja, weil die sind ja da. Ah ja, stimmt. Ja, richtig. Ja, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich habe nicht so meine Notiz dazwischen. Gut. Also bitte, dann sprich du. Und zwar waren sie im Polizeipräsident, Präsidentarium. Polizeipräsidium. An alle Zuhörer, ich habe es natürlich schwer mit meinen Vokabeln. Ja, anscheinend. Der kam auf einmal aus dem Nichts, stand da. Also es war einfach Schnitt und dann stand er da. Irgendwie ist er ganz komisch in die Story eingegliedert worden. Und hat einen britischen Akzent, würde ich behaupten, gehabt. Aber er spricht fließend Deutsch. Genau. Ja, ein bisschen stocker. Aber hochdeutsch. Ganz genau. Ja. Aber kein Deutscher. Ja, genau, richtig. Genau. Und er schaut aus. Zu dem Schauspieler gibt es sicher eine Backstory. Weil man kann nicht so ausschauen und nicht ein großartiger Schauspieler eigentlich sein. Richtig. Weil der Typ schaut Banane aus. Er schaut eigentlich aus wie Columbo. Ja, aber. Nur halt in britisch. Oder ist Columbo? Nein, er schaut aus wie ein amerikanischer Groschenroman-Held, genau. aus den 60ern oder so. Langer Mantel 50, einfach, aus den 50ern. Genau. Ja, aber großartig. Er schaut perfekt. Also, hey, wenn ich mir eine Garderobe so leisten kann wie er, würde ich mich auch den ganzen Tag so anziehen. Er schaut schnittig aus. Nein, nicht. Sieh mich gern so an. Gut. Und mit dem ging es dann aus unerfindlichen Gründen eigentlich ins Expresso. Nein, weil da der Freund vom Joe ist. Genau. In irgendein Expresso, wo ich den Namen vergessen habe. Nein, warte. Ich habe es mal aufgeschrieben. Der Grande des Piccolo. Ja, genau. Und es ist ein genau, es Espresso Grande, Piccolo. Ja, genau. Einfach ein Café im Nirgendwo. Ein schlechter Wortwitz, der vielleicht ein bisschen untergeht gerade. Mhm. und dann war, ich glaube, eine super Szene, die beste Szene des Films, genau, kommt. Wo jetzt der Kottern und der Barkeeper, den sie verhören, derbe wienerisch reden. Aber wirklich, wirklich tief. Genau, also und wirklich alt. Und, ich hab die Hälfte der Vokabeln nicht verstanden. Ich hab nur ein bisschen Kontext hat man verstehen können, ohne weiteres. Aber am Endeffekt hat man nicht gewusst, über was sie reden. Ja, der bläder Butz. Ja. Du bläder Butz. Ich habe gedacht, das ist einfach eine allgemeine Beleidigung, ja, aber das genau, heißt einfach, genau, du blöder Polizist. Ja, und genau, dann kommt eben die großartige Szene. Weil der sogenannte Joker, wie wir ihn lieben nennen, ja, genau, hat er einen Namen gehabt? Nein. Okay, keiner. Also ein Joker meinte gerade, ich habe nichts verstanden gerade. Und dann spult der ganze Clip einfach zurück. Und dann sieht man genau das gleiche nochmal mit Untertiteln. Ja, großartig. großartig super, gemacht. Super Ding. Ja. Vor allem, weil jetzt die Reaktion von ihm ist, im Hintergrund, dass er zu den, quasi sie liest. Er liest sie ja selber. Ach so? Ja. Das und er reagiert dazu. Er reagiert zu den Subtitles. Ja, voll. Cool. Und das ist großartig, weil das heißt, dass das Dings... Nein, das ist Meta, das ist nicht vierte Wand. Nein, aber das heißt, dass Austin Powers den Witz von Cotton geklaut hat. Voll! Weil es ist genau der gleiche Witz. Also wir haben auch vorhin schon gesagt, Cotton der Papa. Cotton war halt schon der Vorreiter der Trash-Filme in den USA. Ja, genau. Ja, absolut. Nimmt alles auf die Schaufel. Ja. Auf die große Schaufel von ihrem Bagger. Vielleicht war das auch eine Metaphore. Ja. Und dann ging sie raus. Ja, eben genau. Und der Kollege vom Cotton jetzt
schlägt einfach zwei Passanten K.O. Ja. Sie setzen sich in ein shitty Auto, es fährt nicht los, er schlägt dagegen und auf einmal fährt es los. Ja, also es ist ein sehr brachialer Typ. Und er hat, und wie gesagt, der Hilfspolizist, so wie ich ihn nenne, Joker, Hilfspolizist, er hat Superkräfte. Er kann fucking teleportieren, wie man in der nächsten Szene genau, im Puff sieht. Im Verhör waren sie dann im Puff mit der Puffmutter und. Sie schaut aus wie eine Albtraumversion von den Golden Girls. Ja, ein bisschen. Aber dafür sehr dünne Beine. Ja, aber. Das macht es noch weirder, weil die Proportionen nicht stimmen. Ja, also. Und während dieser ganzen Szene beamt sich einfach der Joker ganze Zeit hin und her. Ja, zwischen stehend hinter ihr und stehend genau. Bei der Tür. Und ab diesem Moment habe ich gefragt, welcher Minute sind wir? Und mir war klar, das ist halt einfach kein Tatort. Das ist nicht in 40 Minuten erledigt. Nein, und dann, das war halt in der 48. Minute, wo ich mir denke, wie wirr ist dieser ja, ganze, und es waren dann noch 22 weitere Minuten. Ah ja, dieser Podcast läuft jetzt auch schon, keine Ahnung, 30 Minuten mindestens. Ja, wir sollten schnell bei Hufe sein und den Fall zu Ende führen. Sie sind dann auf jeden Fall, finden dann eben Joes neue Residenz. Genau. Und das ist die ärgste Giftlerbude überhaupt. Es ist irgendeine Hütte vom Mexiko-Platz. Es schaut aus wie ein Meth-Lab. Also wie aus Breaking Bad irgendwas, ja, wo Meth hergestellt wird. Sie gern einfach die Häuser so. Die baulichen Konditionen. Unrenovierte Häuser. Ja, und so. Vor allem, ja, nein, abgefuckt waren sicher, aber so arg. Also mit den Fassungen raus und die Wände aufgestemmt, damit man die Leitungen sieht und so. Das war schon ein harter Tobak. An der Wand, was keinen Sinn ergibt, außer in einer Draht Szene. Mit einem Draht aufgehängt. Scheißt er beim Fenster raus oder was macht er? Das Komische ist halt, der Joe sperrt da halt den Kottern und sein, wie hat der andere geheißen, Schrammel? Ja. Den Schrammel ein. Im Bad. Ja, nächste Szene sieht sie man halt, wie der Kottern draußen ist. Und man weiß nicht, wie sie rausgekommen. Haben auch wieder super Polizeipräsident sagt einfach nur, naja, irgendwas, also spielt das an, aber man weiß einfach nicht, wie die rausgekommen ist oder was mit dem Joe passiert ist. Außerdem der Pilz schweißt dann am Kaffeeautomaten. Ja, genau, der schweißt dann gerade am Kaffeeautomaten. Weil er hat genug davon, dass ihn der Kaffeeautomat verscheißt. Ich glaube, das ist sein erster Triumphmoment gegenüber diesem Kaffeeautomaten. Bis jetzt hat er immer verloren, aber diesmal hat er mit viel Arbeit und Aufwand es geschafft, ein Loch in die Seitenwand reinzubrennen und den Schlauch für den Kaffee anzuschneiden und trinkt anscheinend kalten Kaffee. Es gab auch drei. Gab es damals kalten Kaffee schon? Weiß nicht, keine Ahnung. Du meinst so Iced Coffee? Ja, ich glaube nicht. Das ist so disgusting! In beiden Fällen, weil das ist einfach so ein Industrieschlauch, aus dem er trinkt. Ja, also würde man Benzin daraus nuckeln. Ja. Yeah. Genau, und dafür hat man auch ganze drei Szenen gebraucht, aber dann gab es wohl die beste Überleitung in dieser Folge mit wo der Cotton und wie hat denn der Vorgesetzte von ihm geheißen? Der Schremser. Schremser. Paul Schremser. Fragt einfach, naja, wo haben wir den Verbrecher noch nicht gesucht? Wo haben wir ihn noch nicht verfolgt? Verfolgt haben. Naja, im Wiener Untergrund. Ja, und er so, man müsste jetzt das 10 aus dem dritten Mann machen. Und er so, das war ja vor meiner Zeit. Und dann, boom, Verfolgungsszene. Und genau gleich Szene für Szene, aber einige von den Szenen, wo sie gedreht haben, waren genauso wie im Film Der dritte Mann. Also es war halt unterm Wienfluss. Einfach so gut. So gut. Nein, und auch in wirklichen Teilen vom Abflussnetz. Ja, ganz genau. Nein, ja, nur, dass ich der Zuhörer vorstellen kann. Ja, genau. Und dort kommt er dann an dem Phantom des Wiener Kanalnetzes vorbei, der schon in vorigen Folgen aufgetreten Verbrecher, ist. Auf einmal hat man halt den Verbrecher verfolgt, der natürlich anscheinend stundenlang da drin in der Kanalisation wartet. Ja. Und auf einmal war halt ganz allein, war halt dann in diesem einem Raum, der komplett weiß ist, rausstrahlt aus dieser Kanalisation. Und dann, genau, so ein Phantom der Oper in Wien. Ja, und alles in weiß gehalten. Ja, und ich genau. Ja, da ist das ganze Budget hingegangen. Sie haben sich das alles gespart für den Einwitz. Und ab diesem Zeitpunkt stand bei mir nur mehr wir. Ich habe keine Notiz. Es wurde immer komischer, weil er ist sich dann hingestellt. Absurd, du meinst absurd. Es ist sehr absurd geworden. Irgendwas haben sie gesprochen. Und dann spielt er... Ne, es geht darum, dass er das Stück nicht gescheit spielen kann.
dass ja, er versucht, ja, genau, weil es dauernd immer so komisch klingt und dann spielt er Kottern, aber es stellt sich heraus, dass es eh automatisch spielt und zwar eben die Melodie vom dritten Mann und dann fangen die beiden an zu tanzen. Ja, genau. Kottern steht für Kontext für die Zuhörer, der weiß Kontext. Kottern-Text. Kontext. Nein, ja, nein, generell Kontext in dem Film. Ja, natürlich, muss sein, weil der weiße Mann vorher schon aufgetaucht ist für den Folgen, aber wir, ach so, haben nie, okay, wir haben nie rausgefunden, woher er kommt, was er macht oder so. Und jetzt wissen wir es. Er spielt Orgel, eine fette Orgel im Wiener Untergrund. Da ist das ganze Budget halt hin flöten gegangen. Und dann haben sie halt einfach getanzt. Flöten und es ist eine, ja, Orgel. Eine Ansammlung von Flöten. Ja. Okay. Das war genauso lustig wie mein Lava-Witz. Ja. Hey, ich bin bekannt für meine schlechten Witze. Also das, okay. Und dann der Schrammel hat ihn halt weiter verfolgt. Komischerweise, genau, war der Verbrecher anscheinend hinterm Kottern. Ja. Ich schieb das auf die Verwirrtheit des... des Regisseurs? Auch dem, aber auch wie die, wo sie einfach gefilmt haben. Und wieder mal Teleportationskräfte. Ja, eindeutig. Ja. Sie sind der Verbrecher. Ja, es ist eigentlich eine Marvel-Serie. Kottern am Mittel ist eigentlich ein Marvel-Comic. Eindeutig irgendwelche Theorien auflegen und einen sinnvollen Kontext bringen. Eine österreichische Superhelden-Serie wäre schon sehr lustig, glaube ich. So ein österreichischer Iron Man. Ja, es ist einfach, Duffman, nur für Otterkringer. Bau, bau. Mit so Otterkringer-Flaschen. Ja, genau, und er wirft sie ins Publikum und Leute sterben, weil ihnen Bierflaschen ins Gesicht fallen. Und er so, yeah, Otterkringer keeps you wasted. Oder drink so Otterkringer. Drink, yeah, drink Otterkringer. Ja, genau, jedenfalls kommen wir auf diese Superhelden-Serie wieder zurück. Moment, Otterkringer, ja. Zeppelin. So, gut. Kommen wir weiter. Zeppelin. Ne, weil es gab in den 17. Filmen gibt es immer oft einen Dach-Zeppelin. Achso, ja, stimmt. Ja. Oh, das wäre großartig. Ja. Oh, das wär wirklich gut. Otterkringer, sponsert uns. Dann trinken wir nur noch Otterkringer. Stimmt, genau. Während dem Podcast. Und ihr macht diesen tollen Zeppelin, dessen die Idee kriegst du ja einfach geschenkt. Ist Copyright noch, solange ihr uns nicht sponsert. What? Die können einen Zeppelin jederzeit machen, wenn sie wollen. Copyright auf die Idee, ein Zeppelin. All everything. All everything copyright. Naja, gut, der Verbrecher, wer war das überhaupt? Ich habe keine Ahnung mehr. Huh? Das ist halt einfach so wir. Wem haben sie verfolgt überhaupt? Achso, sie haben den Joe verfolgt. Den Joe, genau. Der ist dann irgendwo rausgekommen und, ja, und aufgehalten worden. Ja, vom ja, genau, der wollte nur quatschen. Ja, der Dings hat ihn aufgehalten, der Schremser. Genau. Ja, mit seinem Stecken. Aber ich weiß nicht mehr, wie es weitergegangen ist. Ich hab dann... Sie lassen ihn wieder gehen? Oh Gott, es ist so verwirrt worden am Ende. Es ist das immer schlimmer geworden. Aber was dann rauskommt ist... Und ich weiß nicht mal, wie sie darauf kommen. Ah ja, genau. Der Typ im Untergrund heißt Harry Lime Jr. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und das war dann eben Harry Limers Juniors Tanzstunde. Ja, also... So, nein, seltsam. Also, sie haben getanzt in einer Verfolgung. Ich habe mir auch nur noch aufgeschrieben, die letzten 10 Minuten, ich habe mir auch noch nicht nur noch aufgeschrieben, was ist das? Und dann passiert wieder was Logisches, weil wir finden raus, wer der zweite Mörder war. Weil der Joe war der Mörder von der Frau. Er hat sie umgebracht. Er sagt, es war genau, Selbstmord, genau, genau. Aber er hat sie eindeutig aus dem Fenster geschmissen. Beziehungsweise Aschenbecher verwendet. Ja. Ja, das war harter Tobak für mich, das fand ich nicht so cool. Hier eben die frauenfeindlichen Szenen, ja, beziehungsweise auch die Anspielungen drauf, dass man eine Frau als Aschenbecher verwenden kann. Ja, das ist immer noch häusliche Gewalt. Ja. Das ändert nichts daran. Holy shit. Jedenfalls. Sag nächste Szene irgendwo. Ja, das haben wir so oder so vergessen. Das ist so viel weirdes Zeug. Dass das Familienpaar, das ja, eben, dann wissen wir eben, wer den Mann umgebracht hat. Den Inhaber. Nein, des Mechanikers. Ja, das kommt jetzt dann raus. Genau. Weil in der Szene stellen, warum, wie sie, ich weiß nicht, wie sie auf die gekommen sind, aber sie gehen auf jeden Fall hin. Und wir sollten mal beschreiben, es gab eine Frau und zwei Geschwister, also zwei Die Brüder. Haben wir gar nicht erwähnt. Ah, ja, eben. Und die waren in einer Vorszene ganz komisch angekuschelt. Ja. Eher als Liebespaar, als so creepy. So creepy. Das geht gar nicht. Sehr komisch. Am Anfang haben wir auch gedacht, das wäre die Hure gewesen.
War sie dann auch eine? Stellt sich dann auch heraus, ja, dass sie eine genau. War. Sie stand sehr christlich da. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein christliches Haus? Ja, schau, es ist, Leute schauen, sind nicht so, wie sie ausschauen. Und dann wurde es halt sehr... Konfus. Meter vierte Wand mäßig. Achso, ja, weil... Weil sie dann die Szene abbrechen. Nein, nein, erster hat er mal in die Kamera geschaut, was sehr ungewöhnlich ist, wenn man das erst einmal sieht, weil normalerweise schaut man in einem Film nie in die Kamera. Ja, und du hast jetzt nicht erwartet, dass es so direkt kommt. Ja, ganz genau. Ja, und dann BOOM! BOOM! Und er hat gesagt, in so einem Film macht man das nicht. Keine Ahnung, um was es da nochmal ging, weil man vergisst, das ist wie die Sendung ohne Namen. Dazu müsste man einen Podcast machen. Ja, das war auch eine Überlegung von mir, aber dazu was später oder gar nie. Nie. Habe ich den Faden verloren. Genau. Ja, und sie rollen die Szene neu auf. Genau, genau. Und auf einmal sieht man die Regie. Ohne Schrammel. Der Schrammel wird erschlagen von der Frau, weil, aber von der Schauspielerin. Genau. Die Schauspielerin hasst es, wie der Schrammel den Text liefert, also erschlägt sie ihn. Und dann muss es der Kottern machen, aber in der Zwischenzeit zeigt die Kamera auf die Regie und das Kamerateam, was urweird ist. Das ist nämlich das erste Mal passiert. Und schau, da haben Spaceballs hat das geklaut. Ja, aber alles passiert bei Spaceballs war es halt aufgelegt. Bei Cotton ist das so Boom, immer noch da. Schlecht, aber nie würde man sowas erwarten. Ich fand's lustig. Ich fand's sehr lustig. Mich hat's sehr überrascht. Jedenfalls wird die Szene neu aufgerollt und der Cotton spielt dann die Sprechrolle vom Schrammel. Und dann stellt sich ihm heraus, dass der Sohn der Mörder war, weil er unabsichtlich den Vater erschossen hat, weil er hat gewusst, dass seine Schwester Prostituierte ist und er hat mitgehört, wo sie hinfahren soll, aber sie ist gar nicht hingefahren, er ist hingefahren und die andere Freundin von der Prostituierten und er hat aufgelauert und wollte den Typen einfach nur erschrecken und dann hat er gesehen, dass es der Vater war und hat den Vater unabsichtlich erschossen, anscheinend, das war seine Erklärung, weil anscheinend kommt er frei am Schluss, weil der Cotton und er schütteln Hände am Schluss und dann ist Freeze Frame und dann war die Folge aus. Es und endet nein, mit einem Happy End. Nein, so hat man das, auch Cotton, das hat mich wirklich, wow, es hat nichts beendet. Bis jetzt hat Cotton immer irgendwie ein Ende gehabt. Ja? Diesmal haben sie einfach gesagt, oh ja, wird das passieren in der nächsten Folge, wird das passieren in der nächsten Folge? Nein, sie werden es nie herausfinden. Und dann kommen schon die Endcredits. Genau, richtig. Und mit der Star Trek Musik. Ja, genau, mit der Star Trek Musik gab es noch. Eine andere Musikinstrument. Es gab insgesamt zwei lizenzpflichtige Lieder. Elvis, immer dasselbe Lied, das ist ungefähr dreimal eingebaut worden. Ja. Und, aber das kennen wir schon von Kotan. Ich denke mal, Star Trek war sich auch lizenzpflichtig. Ansonsten gab es halt noch ein 20er-Jahre-Lied, ja, wo wir davon ausgehen, dass das nicht mehr so war. Ja. Sie haben sehr gespart. Man merkt auch immer sehr oft, dass es off-taking synchronisiert worden ist. Ja. Also Lippensynchron. Ja, ADR nennt sich das. Okay, ja. Ja. Sie haben viele Szenen ADR'd. Ja. Es ist furchtbar. Nein, ich finde das lustig. Es hat einfach, mir hat noch eine Tonangel gefehlt. Das Ganze macht so Gonzo. Das macht so wie Gonzo-Film-Style. Wo einfach nur ein Typ mit einer VHS-Rekorder dasteht. Und er hat ein Boom-Mic und eine Lampe dran getaped, damit er etwas hat, was wie eine Lampe. Es hat noch gefehlt einfach, dass einfach so eine Schüttelkamera noch da ist. Und Shaky Cam beim Cotton, das wäre großartig. Das und Vorreiter wieder. Ja, yeah. Yeah. Nein, also wirklich eine empfehlenswerte Folge. Also ja genau, das will ich von dir hören noch. Würdest du erstens einmal allgemein Cotton ermittelt weiterempfehlen jetzt anderen Leuten und würdest du diese Folge von Cotton ermittelt jemanden zeigen wollen? Also es ist eine... Und was wäre deine Motivation? Bei meiner nächsten Sauftour, wenn man quasi zu zweit an einem Tisch sitzt und dann über belanglose Dinge diskutiert, sagt man halt, hey, ich habe letztens den Cotton zum ersten Mal gesehen und dann werde ich ihm das erzählen. Der andere, was, wow, kenne ich gar nicht oder kenne ich, wow. Und dann redet man über das. Also ja. Okay, gut. Aber würdest du es wieder anschauen? Ja, selber? Klar. Ja, klar. Ja? Ja. Okay, cool. Wärst du auch bereit, weil für die letzte Folge habe ich geplant, das kennen die Zuhörer schon, dass ich so viele wie mögliche von meinen Gästen zusammenbekomme und das im Videoformat mache. Den letzten Podcast. Klar. Voll. Ein Vodcast. Ein Vodcast, okay. Ein Vodcast. Vodcast, der offizielle Vodka für Podcaster. Boom! Trademarked Paul.
All rights reserved. Ja, Vodcast. Es gibt sicher schon eine Website, die heißt vodcast.com. Okay, definitiv. Und was trinken wir dort? Wasser? Also nein, wir können Wasser trinken, ja, natürlich. Wir können auch Wodka trinken, wir können auch Bier trinken. Es ist alles erlaubt. Hast du dich noch nie gefragt? Aber für die letzte Folge ist eben der Film. Und den Film haben sie fast 30 Jahre nach dem Ende von Cotton gemacht, 2011 okay. oder so. Und das wird interessant, das in einer großen Gruppe zu sehen. Ja klar. Ist die Frage, möchtest du währenddessen filmen oder... Danach. Danach? Danach, ja. Na, das wird ein Hohodabohu. Ja, Tohuwabohu. Tohuwabohu. Tohuwabohu, ja. Du könntest da noch ein paar zuschalten mit Skype. Ja, genau. Ich habe extra so drei Boxen im Video dann, wo die Podcaster sind. Mit so einem Bild hingeklebt. Und vor allem bei mir, sie sind immer nur so abgestumpft. Oh ja, das ist ja kein Video hier. In abgehackten Bewegungen. Ja, also ich beschreibe einmal, Paul bewegt sich wie ein Roboter. Domo arigato. Sag nicht mehr, weil das wäre Copyright. Domo. Kennst du nicht Domo Arigato, Mr. Roboto? Nein, kenn ich nicht. Wow, okay, gutes Lied. Also, ja, okay. Relativ. Ja, gut, Fazit in dem Fall. Großartige Folge, definitiv wieder anschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge von The Recording wieder dabei. Und freut euch beim Videopodcast, wenn ihr die Saubude von Paul seht. Oh, ich hoffe, zu dem Zeitpunkt ist es dann schon aufgeräumt. Also von der Meth-Bude, die wir vorhin angesprochen haben. Oh, come on! Okay, so hart ist es auch wieder nicht. Aber jetzt glauben es alle, es ist so. Ich muss sagen, es hat einen Vorteil, nur Audio aufzunehmen. Sagen wir so, ich muss nicht staubsaugen jetzt jedes Mal vor dem Podcast. Ja, richtig. Aber das wäre, man könnte es haben. Das wäre ein nettes Ritual. Einfach jedes Mal vor dem Podcast staubsaugen. Staubsaugen, okay. Weil ich eh relativ oft Leute da habe zum Podcast. Sind ja oft jetzt schon 11 Folgen. Leute. Sind 11 Folgen in was, 6 Monaten? Was ist, wenn du keine Leute mehr findest? Nein, ich finde Leute. Ich finde immer Leute. Okay. 18 Leute plus 1. Also, ich gebe jetzt dir noch 3 Wünsche auf, mit denen du Podcast machen sollst. Nämlich meinem. Okay. Eben, weil du hast anscheinend mit denen rede ich, aber das ist noch in the works. Dann musst du das rauspiepen. Nein, ich piep's raus. 53. Minute. Und dann noch ein Special Guest, den ich dir jetzt nicht verrate. Okay, das lässt sich sicher noch einrichten. Absolut. Ja, ich freue mich, dass du hoffentlich wiederkommst, zumindest zur letzten Folge. Ich nicke gerade den Kopf. Ja, tut sie. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei bei The Recording und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag in dem Fall. Ciao, Leute. Moment. Warte, noch etwas? Okay, noch etwas. Der Paul weiß halt einfach natürlich nicht, dass es auch Leute gibt. Ich wollte dir noch einen Plug geben, aber ja. Ja, gut. Mein Plug. Ja, Plug, Plug ich away. Ich wünsche euch allen einen schönen Morgen. Wo findet man dich? Weil du bist ja auch online. Bitte. Ich bin ja Plugs. Multimilliardärin okay, und mich findet man... Hast du einen Twitter? Hast du eine Website? Ja. Ja, dann magst du die Website sagen, weil dann kann ich sie unten einfach in die Description geben. Schwer. Huschwer.com. Das ist eine Top-Domain. Huschwer.com. Huschwer. Nein, bitworker.at. Okay. Ja, da findet man eigentlich alles. Link ist dann unten in der Description, Leute. Genau. Ja. Ansonsten wollte ich allen einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag oder einen schönen Abend wünschen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Die meisten hören sich's am Nachmittag an, laut Google Analytics. Ja. Ah ja, übrigens, Ich weiß, wie lange und wo ihr es hört. Und was ihr kauft. Ja, nein, dadurch, dass es werbefrei ist. Google will die ganze Zeit schon, dass ich das Partnerprogramm mache, damit sie Werbung schalten können. Während Möchtest du nicht Multimilliardär werden? Nicht mit dem Podcast. Mit dem nächsten. Ja, mit dem nächsten, genau, richtig. Das ist nämlich der Rich Bitch Podcast. Das ist nur die Trademarked. Boom. Richbitch.com, Trademark. Wir sollten langsam zum Ende kommen. Oder? Ja, sollten wir. Wir sind schon bei Minute 52 oder so. 55. Nein, wir haben ja davor was geredet, das schon aufgenommen worden ist, dass ich rausschneide. Du musst doch rauspiepen, du musst es auf jeden Fall. Ja, ich piepe überhaupt nichts. Also ich piepe den einen Teil, weil er lustig ist, aber den Rest piepe ich nicht. Weil es ist absolut wurscht. Jedenfalls, schön, dass ihr dabei wart, Leute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Danke fürs Kommen.
Und ich danke. bis zum nächsten Mal.